Hallo YouTube und willkommen zurück hier auf dem Kanal von Stay Gaming 1. Und ja, wir sind wieder zurück in Stormwatch mit dem Rescue und ich werde gerade nach Hause gebracht. Danke fürs Herbringen. Ihr könnt wieder losfliegen, ich mach mal die Tür zu. Okay, also wir spielen heute mit einem neuen Schiff. Ich habe euch das letzte Schiff ja verlinkt. Und wir starten heute mal mit einem neuen und so. Es laggt ein bisschen. Ein bisschen sehr. Sollte aber gehen, wenn wir wieder draußen sind. Dann spawnen wir es mal rein. Ich werde das andere Schiff in der Videobeschreibung verlinken. Damit ihr es auch runterladen könnt und damit spielen könnt. Okay. Weil vergessen, es geht, ich kann nicht mal no clippen. Das ist Sinking Ship Survival. Und ich bin Drift. Perfekt. Ich würde sagen, wir gehen zur Brücke und starten das mal hoch. Wir starten mal. Ja. Ich muss runter. In the engine room. I need to get down. Start up the engines. Storage. Aus dem Dock draußen sind. Okay, wir sind wieder ein Deck weiter drunter. Also wenn Boiler Room Accrease. Okay, ist egal. Also wenn wir untergehen und wir unten sind, Halleluja. Lichter. Spiegelpunk. Ja, doch, bleibt an. So. Starboard Boiler. The Port Boiler. Und Spiegelpunk. Die sollten jetzt von alleine aufheizen. Firebox Temperature. Boiler Temperature. Pressure, okay, das steigt jetzt langsam. Torpedo Room. Seit wann haben wir Torpedos? Okay. Beagle Pump. Und die Pumpen sind dafür, dass Wasser rauskommt, falls Wasser drin ist. Und nicht andersrum. Falls manche denken, warum lässt der Wasser ins Schiff? Nee, das ist fürs Wasser rauslassen. Nehmen wir mal hier. Generator Room. Wir brauchen Strom. Beagle Pump. Okay, das ist eigentlich alles an. Equipment. Dann sollte Large Electric Motor. Ne, Torpedos brauchen wir jetzt gerade noch nicht. Wir stehen nämlich noch am Dock. Schließt. Ja. Oh, it's hot down here. It's hot. Firebox. Pressure darf nicht über 10 sein. Deswegen sollten wir jetzt schnell machen. Und jetzt kann man hier. Okay, das, man kann schon von oben steuern. Aber es dauert halt echt lange. Hey. Wieder nach oben. So, jetzt sind wir wieder oben und jetzt können wir auch. Ja. Okay, wir bewegen uns. Oh, das ist echt viel Rauch. Funktioniert das jetzt auch? Ja.
auf wie viel dieses Ding steht. Ach da. Auf voll. Jetzt sollten wir fahren. Ja, wir fahren. Puh, das hat lange gedauert. Naja, wir fahren jetzt los und gleich hat der Lag auf Steering. Lenken. Anker, du kannst wieder hochkommen. Ho, ho, ho. Das wird schief gegangen. Also gute Kreation. Sieht schön aus. Erstens, man kann sich gut verirren. Also das ist perfekt für Sinking Ship Survival. Weil dann auch mal eine Möglichkeit besteht, dass man drin stirbt. Es ist groß. Hat eine Kanone. Also wenn es eine Kanone hat, dann ist es sofort perfekt. Hat Rettungsboote, Lichter. Und jetzt denke ich mal, kann man Exterior, Interior ausmachen und Exterior. Und dann brauchen wir dann noch Navigation Lights. Gucken wir mal, wie das im Ganzen aussieht. Das Wetter machen wir auf automatisch, so wie Zeit. Und es fängt sofort an zu regnen, okay. Wir haben jetzt Leuchtraketen und so Zeug. Dann haben wir hier hinten noch unser verrauchter Mast. Den verrauchten Mast. Den man, denke ich, einklappen kann oder sowas ähnliches. Denn der hat hier so einen Fold Main Mast. Also es wurde bestimmt auf diese Brücke da angepasst. Falls man durch die, unter die Brücke durch muss. Wieso muss der Boiler auch immer ganz vorne sein? Der könnte auch mal in der Mitte sein, ein Apartment weiter hin. Die Torpedos werden vorne ein bisschen mehr nützlich als hinten. Naja, das ist auch egal. Na gut, dann würde ich sagen, machen die Pumpen überhaupt noch was? Ich muss mich mal irgendwo hin setzen, geht das so? Ich muss nach außen gucken. Meine Taschenlampe ist da. Wir fahren wieder, wir haben Lichter, dann ist er gut. Na, außer das Fahren. Das Fahren müsste jetzt nicht sein, deswegen machen wir jetzt mal Motor an. Lass mal an. Die Dinger laufen noch, oder? Ja, die Dinger laufen noch, also müsste Strom erzeugt werden, denn hinten sind ja die Batterien. Pressure. Ich habe gerade gedacht, warum ist Pressure so? 7 ist 7,50. Pressure ist okay. Darf nur nicht steigen oder halt nicht sinken, weil sonst heißt es, dass die Dinger kaputt sind und das wäre nicht gut. Ja, bleibt so. Voll vergessen. Gehen wir mal hier hoch. We need to get access to this. Hier kommt noch kein Wasser durch. Holy Jesus. Oder haben wir? Schließen. Schließen. Immediately shut down. Emergency. Close. Wir haben steigendes Wasser im Boiler Room 1. Woher das Kissen raucht immer noch.
Nicht mehr so stark wie vorher, aber oh, das steigt. Warum pumpt das hier Wasser rein? In diesem Schiff gibt's kein Scuttle. Ich schwöre bei meinem Leben. Pump, ich mach den Strom aus, dann geht's nicht mehr. Strom aus, Strom, Strom, Strom aus, ganz schnell. We need to shut down everything. Lichter bleiben an. Equipment und so bleibt alles aus. Die Pumpen gehen aber dann aus. Das pumpt immer noch. Main Breaker wieder an. Main Power. Das ist nicht gut. Das Wasser muss auf alle Pumpen verteilt werden. Also die vorne, die hier hinten. Da haben wir, wo haben wir die Pumpen nochmal? Also wir haben hier einen Generator, einen Pumpengenerator. Und hier haben wir zwei. Wenn das Wasser hier ist, dann ist es schon zu spät, weil es dann nach vorne kippt, weil es der Mittelpunkt ist. Aber steigert vom Wasser an dem Türhenkel. Jetzt ist es schon über dem Türhenkel. Aber es gibt hier keinen Sinking Button oder sowas. Es gibt auch bei der Brücke beim Ding. Es gibt hier nirgendwo einen Sinking Button. Button. Woher? Das erklärt dann alles, Junge. Oh, nicht gut. Oh, Junge, nicht gut. Evakuieren, wir evakuieren. Alle rausholen, Hospital. Okay, gibt's nichts mehr. Es ist wirklich Ghost Ship hier, jetzt halt auf einmal. Okay, hier haben wir noch kein Wasser. Was ist mit dem Port Battery? Okay, hier haben wir noch. Das schließt. Bewegen wir uns immer noch ernsthaft? Ja, der Druck muss ja erstmal wegkommen. Das ist echt nicht gut. Gucken wir mal die Lage an. Oh ja. Haben wir höchste Eisenbahn. Höchste Eisenbahn der höchsten. Also, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich werde den zweiten Teil dann heute auch noch hochladen, aber ja, eine Stunde ist wieder lange und das Schneiden dauert echt lange. Weil ich muss mir ja alles angucken. Also ich muss das angucken, wo Fehler sind, muss ich dann schneiden und dann muss ich wieder zurückspulen, wo ich geschnitten habe. Und dann weiter spiel das von Anfang an ab und schneide es. Also. Ja, bis zum nächsten Teil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Euer XD Gaming 1. Bis zum nächsten Mal. Goodbye.